Hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück im Microsoft Flight Simulator. Und heute sind wir mal wieder mit dem Phoenix A320 unterwegs und wollen uns das nächste Circle to Land anschauen. Wir fliegen gerade mit dem Condor A320 über das griechische Festland und möchten dann gleich in Mykonos landen. Und dann hüpfen wir jetzt mal ins Cockpit, gucken uns das Wetter an und dann schauen wir mal, was wir heute für einen Anflug fliegen werden. Im Cockpit angekommen möchten wir, bevor wir irgendeinen Anflug vorbereiten, uns erstmal anschauen, wie das Wetter überhaupt vor Ort ist. Und dafür gehen wir hier unten in unsere MCDU. Ich habe hier das Ganze schon mal vorbereitet. Unter Weather Request geben wir einmal den Airport Code von Mykonos ein, drücken hier unten auf Send und dann wird über ACAS einmal das Wetter angefordert und dann können wir hier hinten unter Received Messages einmal draufklicken und dann bekommen wir hier die Wetterdaten. Mykonos hat aktuell Wind aus 130 mit 7, gute Sicht, View Clouds auf 2000 Fuß und das Ganze bei 26 Grad Außentemperatur, Taupunkt 16 und das QNH 1008. Normalerweise wird in Mykonos eigentlich, weil ja hauptsächlich dort Nordwind vorherrscht, auf die Runway 3 vorgelandet. Dort hätten wir jetzt heute 7 Knoten Rückenwind, das würde zwar noch gehen, aber da der Wind ja auch immer noch ein bisschen auffrischen kann, planen wir lieber dann mit der Gegenrichtung mit der Runway 16. Als nächstes schauen wir mal in die Karten und gucken mal, ob wir da irgendeinen Anflug für die Runway 16 finden. Hier sind unsere Charts und wenn wir jetzt mal auf die Anflugkarten gucken, dann sehen wir haben einen Locator Approach auf die 3-4, wir haben einen ANAV auf die 3-4 und wir haben zwei VOR Approaches auf die Runway 3-4, aber wir haben keine Approaches auf die Runway 16 hinterlegt. Und deswegen müssen wir uns jetzt quasi einen eigenen Anflug zurechtbasteln und deswegen zeige ich euch jetzt in diesem Video, wie ihr einen Standard Circle to Land an quasi jedem Airport, sollte zumindest kein Terrain oder sowas dagegen sprechen, fliegen könnt. Zunächst mal wollen wir unseren Anflug starten über den ANAV für die Runway 3-4 und in unserem Fall kommen wir hier im Süden über den Wegpunkt DIDIS rein. DIDIS ist dann unser Initial Approach Fix für den ANAV. Hier seht ihr oben, das ist ein RMP Approach. Wir brauchen GNSS, also ein Global Navigation Satellite System. Muss nicht unbedingt GPS sein, kann auch was anderes sein. Jedenfalls brauchen wir das unbedingt, um den Anflug fliegen zu dürfen. Und dann kommen wir hier über DIDIS auf 6000 Fuß oder über 6000 Fuß mit maximal 250 Knoten rein. Und dann geht es weiter nach Mike Kilo 510 über 2000 Fuß mit maximal 210 Knoten. Und dann linksrum nach Mike Kilo 508 auf 2000 Fuß, unser Final Approach Fix. Dort würde dann der ANAV für die Runway 3-4 beginnen und würde uns theoretisch bis runter auf die Bahn führen. In unserem Fall möchten wir aber in die Gegenrichtung landen. Wir müssen also jetzt einmal in die Minima gucken. Und dann sehen wir hier unten schon, es gibt ein Circling Minimum. In unserem Fall sind das 1680 Fuß. Das ist also die Höhe, auf der wir unser Circling fliegen werden. Und dann zeige ich euch jetzt mal die zweite Karte, wie wir dann unser Circling fliegen werden. Da wir ja eben schon gesehen haben, dass wir keine offiziellen Karten haben, möchten wir jetzt also ein Standard Circling fliegen. Die Karte, die ihr hier seht, habe ich schon vor längerer Zeit mal gebastelt für den Anflug in Ljubljana. Aber die können wir jetzt auch super hernehmen, um das Ganze in Mykonos einmal zu verdeutlichen. Wir kommen also auf 2000 Fuß mit unserem Inbound-Course von 337 Grad hier auf den ANAV-Approach drauf, starten den auch erstmal ganz normal, indem wir den Final-Approach-Modus armen und dann fliegen wir bis auf unsere Circling-Altitude von 1680 Fuß herunter und machen dort einen Level-Off. Dann fliegen wir weiter auf die Bahn zu, wenn wir die Bahn in Sicht haben, machen wir dann einen Break-Off und gehen dann also von dem offiziellen Verfahren runter. Je nachdem wie das Terrain ist, könnt ihr dann den Breakoff entweder nach links oder nach rechts machen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr einen 45 Grad Turn macht. In unserem Fall machen wir den nach links, also auf 292 Grad und möchten dann diesen Turn für 30 Sekunden geradeaus fliegen. Das machen wir deshalb, um ein bisschen Distanz zwischen uns und den Airports zu kriegen. Wenn wir die 30 Sekunden dann geschafft haben, gehen wir wieder in die Rechtskurve in den Gegenanflug auf 337 Grad. Wir halten währenddessen die ganze Zeit unsere 1680 Fuß und fliegen dann parallel zur Bahn im Gegenanflug so lange geradeaus, bis wir einmal im Beam von der Piste 1.6 sind. Diese gestrichene Linie können wir uns nachher auch wieder schön mit der Fix-Info-Seite in unser Navigation-Display übertragen. Wenn wir das gemacht haben, dann fliegen wir weiterhin geradeaus, stoppen aber gleichzeitig unsere Uhr. Eine Grundregel für das Fliegen von Circlings ist immer, dass man pro 100 Fuß, die man an Höhe abbauen möchte, 3 Sekunden im Gegenanflug geradeaus fliegen möchte. In unserem Fall ist der Flughafen von Mykonos auf ungefähr 400 Fuß und wir wollen unser Circling auf 1700 Fuß fliegen. Das heißt, wir haben eine Differenz von 1300 Fuß, müssen also 13 mal 3, 39 Sekunden geradeaus fliegen im Downwind. Wenn wir diese 39 Sekunden erreicht haben, dann gehen wir in eine Rechtskurve in das Space Lag, gucken dann
wo ungefähr die Bahn ist und richten uns im Final auf dem Kurs von 157 Grad dann auf die Runway 16 in Mykonos aus. Das ist alles ein reiner Visual Approach, das heißt, wir müssen auch hier die ganze Zeit die Bahn in Sicht behalten. Wichtig ist auch vor jedem Circling einmal zu gucken, wie so das Terrain rund um den Airport ist, dass man mit seinem Circling sich nicht da in eine ungünstige Lage bringt und da auf die nächstbesten Berge zusteuert. In unserem Fall sehen wir die MSA gerade hier im Norden, wo wir unser Circling fliegen, 3500 Fuß. Mykonos selbst ist alles aber color graded weiß hinterlegt. Da sehen wir hier oben, das sind maximal 1500 Fuß. Wir sollten auch so auf 1700 Fuß von jeglichem Terrain fernbleiben. Und ihr seht auch hier die Berge eingezeichnet mit 1280 Fuß der höchste. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug Platz zu sämtlichem Terrain. Dann wollen wir in Mykonos auf der Runway 16 landen. Die Bahn, sehen wir hier unten, ist 1900 Meter lang und nur 30 Meter breit. Standardbreite von Bahnen sind immer 45 Meter, hier haben wir eine etwas schmalere Bahn. Das führt dazu, dass wir im Anflug oft einer optischen Täuschung unterliegen. Eine schmale, kurze Bahn täuscht oft und lässt einen das Gefühl haben, dass man zu hoch im Anflug ist, obwohl man eigentlich richtig auf dem Profil drauf ist. Ansonsten möchten wir mit Autobrakes Medium landen. Wahrscheinlich werden wir den Exit Alpha 2 hier nicht schaffen und dann werden wir hinten also einen Backtrack machen. Die Bahn zurückrollen auf einer 30 Meter Bahn, können wir den Backtrack nur an so einem Turning Pad machen und dann verlassen wir die Bahn links über Alpha 2 und können dann hier ans Terminal rollen. Damit haben wir uns alle wichtigen Informationen in den Karten angeguckt und jetzt hüpfen wir ins Flugzeug und geben die Informationen dort auch noch ein. Ihr seht auch, wir haben mittlerweile unseren Top of Descent erreicht. Wir sind schon im Sinkflug auf 26.000 Fuß. Die Seatbelts sind schon eingeschalten und dann haben wir gesagt, wir möchten gerne mit Autobrakes Medium landen. Das Wetter haben wir uns ja hier drüben schon einmal angefordert. Das geben wir jetzt hier auf der Performance Page einmal ein. Der Flieger schreibt auch schon Enter Destination Data. Das QNH war 1008 bei einer Außentemperatur von 26 Grad und einem aktuellen Wind von 130 Grad mit 7 Knoten. Damit unser Flugzeug im Endanflug auch weiß, dass wir nicht auf der Tree 4 landen, sondern auf der Runway 16, machen wir uns jetzt noch einen zweiten Flugplan auf, nämlich einen Secondary Flight Plan. Das habe ich euch vorher schon mal gezeigt und auch hier drücken wir jetzt einmal Copy Active und lassen unser Routing hier so drinnen. Allerdings wählen wir hier unten als Arrival nicht die Runway Tree 4 aus, sondern die Runway 16 und können damit quasi einen zweiten Flugplan im Hintergrund erstellen. Und dann können wir später, wenn wir unser Circling fliegen, dann einfach diesen zweiten Flugplan aktivieren und haben dann die richtige Bahn hinterlegt. Gleichzeitig können wir hier auch noch einmal überprüfen, dass das Wetter auch hier hinterlegt ist und unser Barominimum von 1680 Fuß eintragen. Damit der Flieger uns aber nachher das Minimum auch sagt, würde ich es euch empfehlen, trotzdem das Barominimum auch hier einmal einzugeben, auch wenn wir nachher natürlich diesen Flugplan dann überschreiben werden und das nicht das wirkliche Minimum für den ANAV auf die Tree 4 ist. Auf der Progress Page hinterlegen wir uns einmal die Piste 1.6 in Mykonos, um so dann später im Anflug immer hier auf die Progress Page gucken zu können, um zu sehen, wie weit wir von der Piste noch entfernt sind, um so ein bisschen einzuschätzen, wie wir im Höhenprofil unterwegs sind. Ansonsten können wir uns auch auf der RATNAV Page, auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen, einmal das Mykonos VOR setzen, Mike Kilo November, dass wir auch hier immer so eine ganz grobe Übersicht haben, wie weit wir jetzt aktuell vom Platz entfernt sind. Das sind in dem Fall noch knapp 62 Meilen jetzt. Was wir jetzt auch noch einmal machen wollen, ist uns eine Fixinfo zu hinterlegen. Und zwar setzen wir auch hier einmal in Mykonos die Runway 16. Und dann möchten wir, habe ich euch vorhin in den Karten gezeigt, einen 90 Grad Winkel zu der eigentlichen Bahn, auf der wir landen, der Runway 16 einzeichnen. Wenn das Final 157 Grad hat, dann wäre ein 90 Grad Offset in unsere Richtung, in die wir das Circling fliegen, 247 Grad. Und da wir uns ja noch die verlängerte Endanfluglinie von 157 Grad einzeichnen wollen, müssen wir auch davon einmal den Gegenkurs nehmen. Das sind 337 Grad, die hinterlegen wir. Und dann bekommen wir hier zwei schöne blaue Linien eingezeichnet. Einmal den Beam-Punkt und zwar möchten wir dort dann ja wie gesagt im Downwind unsere Uhr starten, um dann für 39 Sekunden geradeaus zu fliegen. Und dann drehen wir in der Rechtskurve hier aufs Final und dort haben wir dann unsere zweite blaue Linie hinterlegt. Dann sind wir auf 10.000 Fuß, dann können wir die Landescheinwerfer noch einschalten. Und dann machen wir einen kurzen Break und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir auf dem Weg zum Final für die Runway 34 sind. Ein paar Minuten später sind wir schon unter 4000 Fuß. Ihr seht minimal unter unserem Wiener Pfad unterwegs. Wir sinken jetzt auf 2000 Fuß, um dann hier gleich auf den ANAV zu gehen. Wichtig ist, im ANAV Approach den Approach-Modus immer erst zu armen, wenn man auf den Final Descent Point zufliegt. Wichtig ist auch vor dem Armen einmal zu checken, dass die Approach Phase hier unten aktiviert ist.
Ansonsten bekommt man nämlich hier diese Vertical Deviation Bar nicht angezeigt. Wir halten die Speed noch einmal ganz kurz fest, möchten zuerst auf die 2000 Fuß runtergehen. So 230 Knoten sollten ganz gut passen. Und wie gesagt, jetzt fliegen wir auf unseren Final Descent Point zu. Jetzt können wir also den Approach-Modus armen und nicht vorher. Airbus sagt dazu, it's recommended to arm Final Approach Mode when the two-way point is the Final Descent Point. Also nicht vorher. Ansonsten warnt Airbus nämlich davor, if approach put button is pressed earlier, final approach mode may engage. As a consequent resulting speed and altitude management in final approach may be inappropriate for final descent point. Das bedeutet, dass unsere Vertical Deviation Bar zum Beispiel plötzlich nach unten springen könnte und dann auf einmal der Flieger hinterher stürzt. Das wollen wir verhindern. Speed als da und dann können wir jetzt den Approach Modus aktivieren, haben als da Approach Nav Final Blue und können jetzt weiter die Geschwindigkeit reduzieren und können schon mal so auf 180 Knoten gehen. Dann haben wir auch nur noch 2 Meilen jetzt bis zum Wegpunkt Mike Kilo 508. Von dort aus geht ja dann unser Anflug los und dann können wir da vorne schon die Insel Mykonos wunderbar sehen. Flaps 1, Speed checked. Flaps 1. Flaps 2, Speed checked. Flaps 2. Und Final App. So, wir erinnern uns dran, 1680 Fuß ist unsere Circling Altitude. Wir bleiben also jetzt nicht lange auf dem Approach drauf. Und zwar möchten wir unseren Level Off dann hier mit diesem Vertical Speed Knopf machen. Und zwar sagt man Push to Level Off. Wir drücken also einmal hier drauf. Der Flieger geht also in den Level Off, Vertical Speed 0 und reverted auf Nav. Das ist in Ordnung so. Den Altitude Alert können wir canceln. Und dann konfigurieren wir den Flieger jetzt schon mal für die Landung. Gear Down. Dazu werden dann einmal noch die Speedbrakes gearmt. Wir schalten die Lichterchen an. Und dann haben wir jetzt hier die Bahn in Sicht. Jetzt geht es also links herum. 45 Grad Turn. Minimum. Continue. Und dann haben wir gesagt, auf 292 Grad wollen wir gehen. Lassen den Flieger auch erstmal die Kurve fliegen. Und dann, wenn wir geradeaus ausgerichtet sind, dann fangen wir an, die Uhr einmal zu stoppen. So, jetzt fliegen wir more or less geradeaus. Dann starten wir jetzt den Chrono und warten, bis hier unten 30 Sekunden vollgelaufen sind. Wenn wir das gemacht haben, dann geht es wieder in die Rechtskurve, in den Gegenanflug auf 337 Grad. Jetzt haben wir unsere 30 Sekunden erreicht. Wir gehen also jetzt wieder in die Rechtskurve. Und ihr seht, jetzt sortieren wir uns ganz gut mit so ungefähr 2,2 Meilen Offset auf dem Gegenanflug von der Runway 16 ein und haben damit dann nachher genügend Platz, um unsere Rechtskurve zu fliegen, ohne dabei gleich den Anflug zu überschießen. Was wir jetzt auch noch einmal machen, wir gehen in den Secondary Flight Plan, drücken hier auf Activate Secondary und aktivieren damit quasi unseren zweiten Flugplan, den wir im Hintergrund gemacht haben. Und alles bis auf den Center Fix können wir eigentlich auch rauslöschen. Und dann haben wir hier eine schöne Endanfluglinie. Ansonsten sind wir am Airport vorbei, wir starten unseren Chrono und fliegen jetzt 39 Sekunden geradeaus. Dann gehen wir schon mal auf Manage Speed, dann können wir den Flieger schon mal durchkonfigurieren und übernehmen den Flieger auch von Hand. Manual Flight, Manual Thrust, Both Flight Directors Off und Track FPA, Missed Approach Altitude 3000 Feet is Set. Minimum, Continue. Und dann haben wir unsere 39 Sekunden erreicht. Wir gehen in die Rechtskurve. Flaps 3, Speed checked, Flaps 3. Und Flaps Full hinterher, Speed checked, Flaps Full. Bisschen auf die Geschwindigkeit achten, dass wir nicht zu langsam werden. Und dann halten wir erstmal so ungefähr unsere Höhe und sind jetzt auf so ungefähr 5 Meilen Final. Können also jetzt entspannt erstmal in den Final drehen, bevor wir uns dann um den Descent kümmern müssen. Dann lesen wir noch die Landing Checklist, IKA Memo, Landing No Blue. Und dann drehen wir jetzt auf den Endanflug und können hier oben auch nochmal den Final Course eindrehen von 157 Grad. Und dann können wir da vorne schon die Landebahn erkennen. Hier liegt sie. Wir bleiben bewusst so ein bisschen links jetzt noch vom Approach wegen diesem Hügel hier. Ansonsten haben wir die Bahn jetzt aber in Sicht und können also jetzt unseren Final Approach beginnen. Minimum.
Continue. So, wir haben uns an der Landebahn ausgerichtet. Wir haben aktuell noch so 2,5 Meilen, noch knapp 1000 Fuß. Das passt also ganz gut vom Profil her. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Landung. Spoilers, reverse green, diesel. 70 knots, ein reverse. Und dann sind wir gut in Mykonos angekommen. Autobrake geht raus, den Exit haben wir leider nicht mehr ganz geschafft, das heißt wir machen jetzt hinten einmal den Backtrack und verlassen dann wieder hier über Alpha 2, so wie besprochen, die Bahn. Ein sehr, sehr schöner Anflug. In unserem Fall haben wir jetzt natürlich keine mega Butterlandung hingesetzt, aber gerade bei viel Wind, gerade auf so einer kurzen und schmalen Bahn, ist es viel, viel wichtiger, dass der Flieger pünktlich sitzt, dass man nicht ewig lang über die Bahn hinweg floatet und dass man vor allem auch nicht vom Wind noch irgendwie weggedrückt werden kann. Und deshalb waren die Landerate vollkommen in Ordnung und ich heiße euch alle herzlich willkommen auf Mykonos. Und damit sind wir nun auch sicher an unserer Parkposition auf Mykonos angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt verstanden, wie man ein solches Circle to Land fliegt. Das kann man grundsätzlich, so wie vorhin schon erwähnt, eigentlich an jedem Airport genauso fliegen, sollte nicht Terrain oder andere Faktoren dagegen sprechen. Man guckt also, was ist meine Circling Altitude, fliegt dann in die Gegenrichtung auf die Bahn an, macht sein Level Off auf der Circling Altitude, macht dann einen Breakoff nach links oder rechts um 45 Grad, fliegt 30 Sekunden geradeaus, um sich ein bisschen Distanz zum Airport zu verschaffen und geht dann wieder in den Gegenanflug, so lange bis man im Beam Threshold ist, startet dann seine Uhr, fliegt weiter geradeaus 3 Sekunden pro 100 Fuß und geht dann in die Rechtskurve aufs Final für die Bahn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ansonsten sollte noch irgendwas unklar sein, lasst es mich natürlich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne auch mal bei einem Twitch-Livestream vorbei, da fliegen wir ja regelmäßig mit dem A320 und anderen Flugzeugen durch die Gegend und auch das ist immer eine super Möglichkeit, eure Fragen direkt zu stellen. Ich würde mich auch über eine positive Bewertung und einen netten Kommentar freuen und dann sehen wir uns hoffentlich bald beim nächsten Video wieder. Bis dahin, always happy landings!